Mach, dass du wegkommst, du Taugenichts. Bis nächste Woche. Was hast du schon wieder angestellt, Karl? Die Polizei nennt es Trunkenheit und Lärmbelästigung. Ich nenne es einen typischen Burschenschaftsabend. Ach Karl, es ist immer das Gleiche mit dir. Dann wirst du endlich erwachsen. Dann sprichst du endlich mit meinen Eltern über uns. Jeden Tag bekomme ich etwas über Pannewitz zu hören. Ach, mach dir deshalb keine Sorgen, die werden mich noch früh genug kennenlernen. Und nun? Lass uns unseren freien Tag genießen. Anna Elisabeth war auch mit einem Unadeligen zusammen und hat ihn letztendlich sogar geheiratet. Anfangs gab es zwar viel Aufregung, aber nach kurzer Zeit hat sich alles beruhigt. Keiner hat mehr einen Gedanken daran verschwendet. Karl, nicht schon wieder. Bis hierhin und nicht weiter. Ich bin mit dir zusammen, obwohl mich meine Eltern Tag ein Tag aus dafür schelten, dass ich als Adelige mein Leben mit einem armen Studenten wie dir verbringe. Lassen Sie mich mal. Moment mal. Ist schon in Ordnung. Was wollen Sie hier, Karl? Das ist das Spiel der Könige. Ich möchte lediglich eine Partie Schach im Park genießen. Fräulein Westphalen, wie schön, Sie heute hier zu sehen. Karl, können wir bitte einfach gehen? Und? Machen sich die Eltern schon Sorgen um den Nachwuchs, Pannewitz? Wie kindisch, aber was will man von einem bäuerlichen Proleten auch anderes? Bauer schlägt Offizier. Das gilt auch in der Liebe, wie Sie sehen. Das reicht! Ich fordere Sie heraus. Wir treffen uns in 2 Stunden im Apfelgarten. Wer nicht erscheint, ist auf ewig seiner Mannesehre beraubt. Wir gehen! Karl, was hast du dir dabei nur gedacht? Keine Sorge, Jenny. Hiernach wird auch deinen Eltern klar sein, dass die Klasse, in die man hineingeboren wird, nichts damit zu tun hat, was dein Mann ist. Jetzt geh du nach Hause. Ich muss mich vorbereiten und komme danach zu dir. Na endlich! Dann wollen wir keine weitere Zeit vergeuden. Dies ist mein Kumpane Karl von Niederbrunn. Er wird bei diesem Duell meinen Sekundanten geben. Und ich habe meinen Freund hier als Sekundanten ausgewählt. Sie können froh sein, wenn Sie heute glimpflich davon kommen. Wir schlagen uns nach kaiserlichen Regeln. Die sollten ja selbst solchen wie Ihnen bekannt sein. Gefochten wird bis zur ersten blutenden Wunde. Wem immer die geschlagen wurde, hat verloren. Fangt an. Mein lieber Karl. Nur Feiglinge weichen bei einem Duell zurück. Zurück auf Position. Die Gendarmerie! Weg!
Mein Freund, es wurde schon einmal wegen illegalem Waffenbesitz nach mir ermittelt. Ich muss dich bitten, das zu entsorgen. Ich werde für eine Weile verschwinden. Mach's gut, Karl. Was machst du denn hier? Jenny, wolltest du nicht schon immer mit mir davonlaufen? Karl, was ist los? Und was ist mit deinem Arm passiert? Das erkläre ich dir später. Jetzt pack deine Sachen und nimm nur das Wichtigste mit. In einer halben Stunde treffen wir uns bei den Kutschen. Aber warum? Was ist hier los? Ist etwas mit Pannewitz passiert? Dem geht es gut, vertrau mir. Wir werden nach Berlin gehen und dort ein neues Leben beginnen. Bist du dir sicher? Jenny, ich werde vermutlich niemals reich sein und ein einfacher Mann bleiben. Aber in einer Welt, die ich mir vorstelle, tut das nichts zur Sache. Jenny von Westfalen. Würdest du mir die Ehre erweisen, meine Frau zu werden? Ja, Karl Marx. Ja, ich will.